It seems you are all brainwashed. It seems you are all brainwashed. Das war ein Satz, den mir vor einigen Monaten eine junge Mutter aus Schweden mitteilte im Gespräch, als ich ihr gesagt habe, was hier in Deutschland seit Beginn der Pandemie mit unseren Kindern passiert ist. Ich habe ihr gesagt, unsere Kinder mussten ins Homeschooling gehen. Es gab Quarantäne, es gab Lockdown. Als die Schule wieder begann, gab es Maskenpflicht, Abstand, Testung und dann begann die Impfung. Sie war schockiert. Sie war so getroffen, hatte Tränen in den Augen und ich muss sagen, in dem Moment, wo ich ihre menschliche und mütterliche Regung wahrgenommen habe, obwohl ich selbst zutiefst betroffen bin über das, was in diesem Land passiert, ist bei mir ein Vorhang gerissen und ich habe den Schmerz nochmal gefühlt, wie entsetzt ich darüber bin, was in unserem Land seit Beginn der Pandemie mit unseren Kindern geschehen ist. Ich weiß, dass viele Eltern sagen, mein Kind hat die Maske problemlos aufgesetzt. Meine Frage an die Eltern, die das sagen, lautet, hat ihr Kind jemals eine faire Chance gehabt, es anders zu machen? So zu beschallen hier. Waren die Kinder nicht schon von Anfang an es ist so wie in eine Richtung manipuliert, dass sie gar keine Chance hatten? Haben sie nicht die Angst so ihrer Eltern gespürt, der Großeltern? Ist das Ganze nicht schon in dem sogenannten Panikpapier, welches im März 2020 in Auftrag gegeben wurde von der Bundesregierung, wurde dann umgesetzt mit den gleichen Sätzen, die man den Kindern sagen sollte, wollt ihr, dass eure Großeltern sterben? Also das war schon gut vorbereitet. Ich möchte, ich habe mir Gedanken gemacht zu dem Thema Rechte unserer Kinder und habe mich mal auf die Suche gemacht im Internet. Unsere Kinder haben das Recht auf Menschenwürde, auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit und Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Und ich muss sagen, jede dieser Rechte ist in der Pandemiezeit aufs Äußerste geschädigt worden. Und wir können bis heute nicht abschätzen, was mit unseren Kindern langfristig passieren wird. Dazu gibt es den Paragraphen 8a vom Sozialgesetzbuch Kindeswohlgefährdung. Das können Sie alles im Internet recherchieren. Dort geht es unter anderem um die Förderung des Kindes und Schutz des Kindes. Und auch das ist aufs Schärfste verletzt worden in jeglicher Form. Aber das finde ich zu laut. Es gibt noch einen weiteren Hinweis vom BGB 1666 Absatz 1. Dort wird gesprochen von Gefährdung des körperlichen, geistigen und seelischen Wohls unserer Kinder und Gefährdung des Vermögens. Selbst die ersten beiden Dinge wurden in der Pandemie auch bis aufs Äußerste verletzt. Was waren denn jetzt die Folgen des Lockdowns? Die DRK hat jetzt diese Woche ein Schreiben rausgebracht, in dem geschrieben steht, welche Auswirkungen die Pandemie hatte auf die Kinder. Adipositas, Sprachentwicklungsverzögerung, Essstörung, seelische Verletzungen, Angststörungen, Kindesmissbrauch hat extrem zugenommen während der Pandemie. Das ist alles nachgewiesen. Das Filmmaterial im Internet für die Pädophilen hat exorbitant zugenommen, alles nachweisbar. Misshandlungen haben zugenommen im Lockdown. Niemand hat es gemerkt, weil die Kinder eben niemanden mehr hatte, der draufschauen konnte. Es gab weder Schule noch Kita. Ich habe mich vor 14 Tagen und vor 3 Wochen mit Polizisten unterhalten, habe mit ihnen darüber gesprochen, was in unserem Land gerade abgeht, beziehungsweise seit 2 Jahren. Und insbesondere, wie sehr unsere Kinder hier leiden. Kindesmissbrauch, sexueller Missbrauch, Misshandlung. Wissen Sie, was Sie gesagt haben? Sie haben gesagt, das brauchen Sie uns nicht zu erzählen. Da spreche ich mit Polizisten und die sagen mir, das brauchen Sie uns nicht zu erzählen. Und warum bekommt das die Bevölkerung nicht mit?
oder möchte es nicht wahrhaben? Fragezeichen. Und wenn ich mir jetzt angucke, was im Juli vom Bundesfamilienministerium entschieden wurde, dass die Sprachförderung für Sprachkitas ausläuft. Oh, wir haben die schlimmste Pandemie aller Zeiten hinter uns. Es ist nachweisbar, dass Kinder Sprachstörungen entwickelt haben, dass insbesondere auch Kinder von Flüchtlingskinder ebenfalls keine Chance haben, weiter Sprachförderung zu bekommen. Und wissen Sie, was die Begründung ist vom Bundesfamilienministerium? Das Geld ist ausgelaufen, das war für den Zeitraum festgelegt. Oh, okay. Da frage ich mich, wo kommt das Geld her, das jetzt reihenweise in die Ukraine geschickt wird, in Form von Waffenlieferungen und in Form von Geld? Und das kann auch Ihnen, die Sie hier sitzen, nicht verborgen bleiben, wenn eine Frau Baerbock sich diese Woche hinstellt und sagt, das ist mir vollkommen egal, was die deutschen Wähler sagen. Mich, hallo, dann soll sie ihr privates Geld nehmen. Aber das muss man sich mal reinziehen. Da schwört eine Ministerin zum Wohle des Volkes und stellt sich hin und sagt, ist mir egal, was der deutsche Wähler sagt. Und das Geld für die Kinder ist nicht da. Wo sind wir hingekommen? Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Beitrag aus dem Ärzteblatt vom 19.08.2022. Wer mit mir ins Gespräch kommen möchte, ich habe die Artikel, die ich hier zitiere, ausgedruckt und mitgebracht. Das ist keine Schwurbelei, das ist alles, was Sie offiziell nachlesen können. Ich lese vor, damit ich auch ja nichts unterschlage. Die einschränkenden Maßnahmen zur Eindämmung möglicher Covid-19-Infektionen haben eine Vielzahl von unerwünschten negativen Effekten auf Kinder und Jugendliche, deren langfristige Folgen aktuell nur eingeschränkt abgeschätzt werden können. Das Ärzteblatt vom 19.08.2022. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, wo ich auf der Suche nach Antworten bin. Vielleicht ist irgendjemand hier, Eltern, Großeltern, irgendjemand, der mir helfen kann. Es geht mir um die Impfung. Es wurde von Anfang an gesagt, von den Kindern geht keine Gefahr aus. Im Mai 2020 gab es eine Studie in Sachsen. An einer Schule mit über 2000 Schülern wurde eine Studie angefangen, die im September 2020 im Bundestag vorgestellt wurde. Und es wurde ganz klar gesagt, von den Kindern geht keine Gefahr aus. Und warum wird dann ab September 2020 die Maskenpflicht und Abstand eingeführt und im Nachgang jetzt noch die Impfungen bis aufs Äußerste propagiert, obwohl wir wissen, dass die Impfungen langfristig überhaupt gar nicht erprobt sind. Die ganzen mRNA-Impfstoffe, die man die letzten 30 Jahre getestet hat an Tieren, hat nicht funktioniert. Und hier hat am 2.9.2021 Herr Scholz gestanden und hat gesagt, die 54 Millionen waren Versuchskaninchen. Sie haben sich als Versuchskaninchen betitulieren lassen und sie sind nicht aufgestanden. Und im Gegenteil, sie führen jetzt noch ihre Kinder in die Spritze. Und bitte, bitte beantworten Sie mir das. Warum tun Sie das Ihren Kindern an? Warum? Es gibt keine Langzeitstudien. Oder wollen kein genmanipulierte Nahrung für ihre Kinder. Aber eine Impfung, die gar keine ist, wenn man sich mal die Bedeutung durchliest und sich mal genau erkundigt. Die Folgen sind unabsehbar. Es gibt Studien, die habe ich auch dabei. Die wurde jetzt in Thailand gemacht. Die Epoch Times hat am 11.8. einen Artikel darüber veröffentlicht. Ich lese wieder vor, damit ich ja nichts vergesse. Studie von der Mehedol University. Herzprobleme bei 29% der mit Pfizer geimpften Kinder. Fast ein
Drittel der Kinder hatte nach der Impfung Herzprobleme. Sie haben keine schwerwiegenden Vorerkrankungen. Auch wenn die Kinder genesen sind, kann niemand sagen, wie die langfristigen Folgen sein werden. Der Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den Risiken. Pfizer wurde um Stellungnahme gebeten. Sie schweigen. Warum? 50 Jahre sollen die Inhaltsstoffe unter Verschluss bleiben, hat die FDA verkündet in Amerika. 50 Jahre, warum wohl? Und wie kann ein Arzt gescheite Aufklärung betreiben, wenn er nicht weiß, was in den Impfstoffen drin ist, weil es kein Beipackzettel gibt? Ein weiteres Statement von Dr. Peter McCullough, leitender medizinischer Berater der Truth of Health Foundation. Jede Form von Herzschäden bei jungen Menschen ist besorgniserregend, da die langfristigen Risiken von Herzversagen und plötzlichem Tod bei körperlicher Betätigung nicht bekannt sind. Wussten Sie, dass Dänemark zum 1.90.2022 die Impfung für Kinder und Jugendliche unter 18 eingestellt hat? Fragen Sie sich mal warum. Fragen Sie sich, warum hier in Deutschland die Impfung an den Kindern weiter vorangetrieben wird. Gestern in Polheim beim Herkules Center, veranlasst durch den Landkreis Gießen, für Impfung ab 12 Jahren. Ich kann nur sagen, hoffentlich werdet ihr alle zur Verantwortung gezogen. Am 22. Juni war Søren Brostrøm, der Direktor der dänischen Gesundheitsbehörde, zu Gast in einer dänischen TV-Sendung. Ob es ein Fehler gewesen sei, die Kinder zu impfen, wurde er gefragt. Jetzt kommt's. Mit dem, was wir heute wissen, ja. Mit dem, was wir damals wussten, nein. Rückblickend betrachtet haben wir nicht viel von der Impfung der Kinder profitiert. Wir haben dazugelernt und würden heute nicht mehr dasselbe tun. Was die Seuchenkontrolle angeht, habe das Impfen von Kindern nicht viel gebracht. Wie kann dieser Mann sich hinstellen und sagen, mit dem, was wir damals wussten, haben sie nichts falsch gemacht? Doch, es war von Anfang an klar, dass von Kindern keine Gefahr ausgeht. Das war nachgewiesen. Und trotzdem wurde die Impfung propagiert. Seit September 2022 fahren die Impfbusse und die Impfteams im Landkreis Gießen in die Schule. Und dort soll adäquate Aufklärung betrieben werden? Ganz ehrlich, ich möchte wissen, warum tun Eltern das? Sind die Kinder nicht das Kostbarste, was wir haben? Sind die Kinder nicht das Schützenswerteste, was wir haben? Wir sprechen von vulnerablen Gruppen und haben dabei die ältere Generation am Anfang der Pandemie und immer geschützt und geschützt. Wer hat unsere Kinder geschützt? Wer? Es gibt eine Werbung im Fernsehen, die lautet, wer Kinder schützt, wer Tiere schützt, der schützt die Welt. Und ich stelle die Frage, wer ist her und schützt die Kinder? Wer hört jetzt auf mit dem Wahnsinn? Was ist Ihre rote Linie? Wann ist Ihre Grenze überschritten? Warum schützen Sie Ihre Kinder nicht? Das ist die Frage, die ich habe. Und was muss noch passieren, dass Sie es endlich tun?